Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Einige zum ersten Mal in unserer Reihe, einige zum wiederholten Mal. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte den Referenten ganz kurz vorstellen. Es ist Professor Dr. Christoph Nonn. Ihn kenne ich seit meinem Grundstudium und mit seiner Frau Elke habe ich das Referendariat gemeinsam durchlitten. Schön, dass sie auch hier ist. Herzlich willkommen. Christoph Nonn studierte in Trier von 84 bis 89 Geschichte, Anglistik und Politikwissenschaften und auch an der Universität von Warwick in England. Er hat 93 auch bei meinem Doktorvater promoviert über ein Thema, also Verbraucherprotest und Parteiensystem in Wilhelminischen Deutschland. Erste Qualifikationsarbeit schon zum Kaiserreich. Er war dann von 94 bis 2000 Hochschulassistent in Köln, an der Universität zu Köln. Und hier hat er dann auch in neuester Geschichte sich habilitiert über die Ruhr, Bergbaukrise, Entindustrialisierung und Politik. Das ist dann in der zweiten Nachkriegszeit angesiedelt. Anschließend beteiligte er sich als Projektleiter des Zwangsarbeiterfonds der Jewish Claim Conference und er war von 2001 bis 2002 Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und das ist auch schon so ein kleiner Ehrentitel, Heisenberg-Stipendiat zu sein. Schon 2002 wurde er an die Universität in Düsseldorf berufen als Professor für Neuere Geschichte. Von seinen Publikationen möchte ich nur die Monographie nennen und das sind beeindruckend viele. Ich frage mich, wie machen die Kollegen das eigentlich? Ich habe keine Schreibhemmung, aber also 9 Monographien habe ich noch nicht hinbekommen. Also er hat seine Dissertation publiziert, klar, über den Verbraucherprotest und Parteiensystem, dann die Habilitation, das Buch zur Ruhrbergbaukrise und dann 2002 eine Stadt sucht einen Mörder. Dort geht es um einen sogenannten Ritualmord im und das ganze antisemitische Milieu, was sich dann um diese Geschichte rankt. Er hat dann ein Überblickswerk zum 19. und 20. Jahrhundert geschrieben und einen weiteren Band zu Antisemitismus, Kontroversen um die Geschichte. Dann eine weitere Überblicksdarstellung zur Geschichte Nordrhein-Westfalen, dann eine kleine Migrationsgeschichte Nordrhein-Westfalen. Ich weiß gar nicht, ob man die klein schreiben kann, weil es gibt auch sehr viel Migration in Nordrhein-Westfalen. Dann wieder ist er zurückgekehrt ins Kaiserreich. Er hat eine Bismarck-Biografie vorgelegt und dann 2017 eine weitere Monographie zum Deutschen Kaiserreich. 2018 eine Umweltgeschichte von Nordrhein-Westfalen. Dann im letzten Jahr 12 Tage und ein halbes Jahrhundert die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs. Also wir sehen, er ist einer der ausgewiesensten Experten. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn nach Jörn Leonhard und Eckhard Konze nun als dritten Superexperten hier zum Kaiserreich begrüßen dürfen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung mit all den Vorschusslorbeeren, denen ich jetzt bestimmt nicht gerecht werden kann. Ich muss das gerade mal für ein bisschen größere Leute hier, die sind immer zu klein für mich, die. Aber da das ja ein Teil einer Reihe ist, wo es ums Kaiserreich insgesamt gegangen ist, es wird nachher auch eine Diskussion geben, die Gabi dann moderiert. Und da können wir natürlich auch über andere Themen des Kaiserreichs reden. Also ein paar davon werde ich jetzt anschneiden hier, aber es gibt jede Menge andere, über die Sie vielleicht auch schon diskutiert haben. Und das können wir dann auch im Einzelnen hier noch vertiefen. Die meisten von Ihnen, wenn nicht alle, werden dieses Bild kennen. Das ist die Kaiserproklamation von Anton von Werner, zeigt die Ausrufung des preußischen Königs Wilhelm zum deutschen Kaiser im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles am 18. Januar 1871. Entstanden ist das Bild allerdings erst 14 Jahre später. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Reise nämlich, die Entstehungsgeschichte dieses Bildes verfolgt. Diese Reise, die Anton von Werner zur Kaiserproklamation führte, begann 3 Tage vor dem dargestellten Ereignis, nämlich am 15. Januar in Karlsruhe. Das muss ich mal sehen. Das ist eine der Skizzen von Anton von Werner. Der hat ja unglaublich viele Skizzen gemacht als Entwürfe auch für seine Gemälde und sind aber nicht alle dann zu Bildern umgesetzt worden. Manche sind eben auch aus Skizzenzeichnungen geblieben. Das hier ist aus einer seiner beiden
autobiografischen Bücher genommen. Also das zeigt eigentlich den Vormittag des 15. Januar, wo er mit seiner Braut auf dem Eis in Karlsruhe Schlittschuh lief und da wurde ihm ein Telegramm zugestellt. Das Telegramm kam vom Hofmarschall des preußischen Kronprinzen aus Versailles. Da befand sich das Hauptquartier der preußischen verbündeten Truppen, die seit Monaten Paris belagerten. Die Nachricht war ebenso kurz wie ihr Inhalt mysteriös. Sie lautete: Geschichtsmaler von Werner, Karlsruhe. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz, lässt Ihnen sagen, dass Sie hier etwas Ihres Pinsels Würdiges erleben würden, wenn Sie vor dem 18. Januar hier eintreffen können. Eulenburg, Hofmarschall. Anton von Werner zögerte nicht, er kaufte sich einen dicken Reisepelz, die Temperatur lag bei stahlblauem Himmel um 10 Grad unter Null, alles noch lange vor dem Klimawandel, und kaufte sich ein Zugticket. Und die Zugfahrt führte ihn dann über Straßburg und Epernay, wo er diese Zeichnung hier angefertigt hat, am 17. Januar dann bis zum Ende der Bahnstrecke vor den deutschen Belagerungsringen Paris. Die Bahnstrecke war zerstört, Paris wurde von den Franzosen verteidigt, die deutschen Stellungen lagen außenrum. Mittlerweile hatte Tauwetter mit Regen eingesetzt und es dämmerte bereits. Für die Weiterfahrt war für ihn ein Platz in einer Armee-Postkutsche reserviert. So ging es in die pechschwarze Nacht hinein, schreibt Werner in seiner Autobiografie, die größtenteils auf Tagebuchaufzeichnungen von ihm beruht. Er selbst mit einem preußischen Feldjäger und dem Kutscher zu dritt in dem mit Postpaketen gefüllten Wagen zusammengepresst, wie in der Schachtel die Sardinen. Aus Furcht vor Angriffen französischer Partisanen wurde die Kutsche von einem weiteren Soldaten aus Bayern bewacht, der oben auf dem Verdeck des Wagens hin und her schaukelte. Nach halsbrechischer Fahrt durch die Nacht kam Werner am frühen Morgen ohne Unfall, nur tüchtig durchgerüttelt und etwas steif in den Gliedern in Versailles an. Kaum erholt ging er, wie er seinem Tagebuch anvertraute, gegen 8 Uhr ins Quartier des Kronprinzen nach der Villa Les Ombrages, gestiefelt und gespornt. Denn ich glaubte nichts anderes, als dass ein Sturm auf Paris oder etwas derartiges beabsichtigt sei. Der Kronprinz begrüßte ihn nur kurz im Vorübergehen und beauftragte den Hofmarschall, das Weitere zu organisieren. Der fragte Werner zu dessen höchster Verwunderung, ob er einen Frack mitgebracht hätte für die Festlichkeit im Schloss. In aller Eile besorgte sich der Künstler bei einem französischen Herrenausstatter den Frack. Von der Festlichkeit im Schloss hatte der Franzose auch gehört, wusste aber genauso wenig, worum es sich dabei handeln sollte. Die wildesten Gerüchte machten die Runde, weil deutsche Truppen an allen Frontabschnitten ihre Fahnen eingerollt und nach Versailles gebracht hatten, vermuteten manche Einheimische sogar, die Deutschen wollten vor den sich erfolgreich verteidigenden Parisern kapitulieren. Gegen 11 Uhr eilte Werner schließlich zum Schloss, einigermaßen in Sorge um die Sauberkeit seiner Frackhosen, denn das Tauwetter hatte den Schnee der letzten Tage mittlerweile in Matsch verwandelt. Auf der zum Schloss führenden Avenue de Paris unter der vorliegenden Place d'Armes wimmelte es dennoch von Soldaten. Allen dienstfreien Mannschaften der deutschen Garnison war nämlich gestattet worden, sich in Paradeuniform dort zu versammeln. Und davon haben wir also hier auch ein Bild, das eigentlich jetzt deutlich später entstanden ist, von Louis Braun. Kurz vor 12 Uhr fuhr der Kronprinz vor und ging mit seinem Adjutanten ins Schloss. Bald darauf folgte König Wilhelm im offenen, von 4 Pferden gezogenen Wagen. Und den haben wir auf diesem Wimmelbild hier auch drauf. Ja, da in dem blauen Rähmchen ist er zu sehen. Und wenn wir gerade mal ein Stück Land ranzoomen, dann haben wir diesen Ausschnitt hier. Das ist also die vierspännige Kutsche mit dem preußischen König. Und wenn Sie genau hinsehen, dann können Sie am unteren Rand des Bildausschnitts auch noch Bismarck sehen, der sich da gerade mit Moltke unterhält. Trotz der Hurrarufe der Soldaten wollte sich eine feierliche Atmosphäre kaum einstellen, denn nicht nur mischte sich in das Hurra von Paris her der Donner französischer Festungsartillerie, der Wagen des Königs musste auch seinen Weg nehmen zwischen Kriegsfuhrwerk, Proviantladung und Viehzutrieb durch einen lebhaften städtischen Verkehr eines Markttages hindurch. Und auch das sieht man hier auf dem Bild sehr schön. Vor dem Schloss stieg der König aus dem Wagen und schritt zunächst die dort aufgestellte Ehrenwache seines Garderegiments ab. Dann ging er in den Spiegelsaal des Schlosses. Da wartete Anton von Werner als einer von einer Handvoll Zivilisten unter Hunderten von Uniformträgern bereits seit einer guten halben Stunde.
Links an der Fensterseite standen ordensgeschmückte preußische und bayerische einfache Soldaten und Unteroffiziere. Rechts, wo große Spiegel das durch die Fenster eindringende Tageslicht zurückwarfen, standen Offiziere im Generalsrang und Ministerialbeamte, auch die allesamt in Uniform. Gegenüber des Eingangs waren auf einem Podium Fahnenträger in Reih und Glied aufgestellt. Es gibt einige wenige Fotos, die aber nicht während der Zeremonie selbst gemacht worden sind, sondern davor oder danach, weil die Belichtungszeiten damals natürlich noch so lang waren, dass man sozusagen eben nur stehende Objekte fotografieren konnte. Mit dem Auge des Malers taxierte Werner schon das künstlerische Potenzial der in den Spiegeln reflektierenden bunten Uniformen, der blitzenden Orden und Waffen und des Lichts. Allerdings tappte er immer noch völlig im Dunkeln, was eigentlich der Sinn der ganzen Veranstaltung sein sollte. König Wilhelm und Bismarck stellten sich gegenüber von einem Altar auf. Werner, der in nächster Nähe stand, nahm sein Skizzenbuch heraus und begann, ihre Porträts zu zeichnen. Der Kronprinz kommandierte Helm ab zum Gebet und mit dem Absingen eines Chorals begann ein Gottesdienst. In seiner Arbeit versunken bekam der Künstler aber davon so gut wie gar nichts mit. Nach dem Gottesdienst ging der Preußenkönig zum Podium. An der Stirnseite Spiegelsaals, auf dem die Fahnenträger warteten. Wilhelm komplimentierte zunächst die 32 Angehörigen anderer deutscher Fürstenhäuser auf das Podium, bevor er sich selbst, flankiert vom Kronprinzen und seinem Schwiegersohn, dem badischen Großherzog, dort aufstellte. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer der Versionen der Kaiserproklamation, der dann später entstanden ist. Die hohen Herrschaften, das sieht man hier aber ganz schön, standen nun bereits sehr gedrängt, in stetiger Gefahr, sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Den König hielt es aber nicht davon ab, noch zwei weitere Fahnenträger herauf zu kommandieren. Mit der Bewegung der Fürsten war der Rest der Teilnehmer ebenfalls in Bewegung geraten. Angeführt von Bismarck verlagerten Minister, Generalstäbler und andere hohe Würdenträger ihre Position an die Stufen vor dem Podium. Anton von Werner folgte. Nach eigener Erinnerung arbeitete er sich durch die dicht gedrängte Masse der Offiziere zu einem günstigeren Platz vor. Nicht ohne von einem Hofmarschall angeraunt zu werden, was er als Zivilist denn eigentlich hier überhaupt zu suchen habe. Und nun ging in prunklosester Weise und außerordentlicher Kürze das große Ereignis vor sich, das die Errungenschaft des Krieges bedeutete. Die Proklamierung des Deutschen Kaiserreichs. Das also war es, was der Kronprinz Friedrich Wilhelm als etwas meines Pinsels Würdiges in seinem Telegramm bezeichnet hatte. Reflexartig zeichnete der Künstler weiter, dafür hat er sich schließlich auf einen besseren Platz vorgedrängelt. Denn so prunklos die Sache ihm auch scheinen mochte, der Vorgang war gewiss historisch würdig und ich wandte ihm meine gespannteste Aufmerksamkeit zu. Zunächst natürlich seiner äußeren, malerischen Erscheinung, notierte in aller Eile das Nötigste, sah, dass König Wilhelm etwas sprach und dass Graf Bismarck mit hölzerner Stimme etwas Längeres verlas, hörte aber nicht, was es bedeutete. Wilhelm hatte den Fürsten dafür gedankt, dass sie die Aufforderung Ludwigs II. Von Bayern unterstützten, die Kaiserwürde im neuen Deutschen Reich anzunehmen. Bismarck las anschließend die Proklamation Wilhelms an das deutsche Volk vor, indem der König sich dazu bereit erklärte. Dass der preußische Ministerpräsident dabei keine allzu imposante Vorstellung ablieferte, war nicht nur Anton von Werners Eindruck. Später für die Veröffentlichung überarbeitete und dabei offenbar geschönte Berichte attestierten beiden Rednern zwar kräftige Stimmen. Der Kronprinz notierte dagegen am 18. Januar in sein Tagebuch, dass Bismarck, der ganz grimmig verstimmt aussah, seine Ansprache in tonloser, ja geradezu geschäftlicher Art und ohne jegliche Spur von Wärme oder feierlicher Stimmung las. Nach dem Ende von Bismarcks Vortrag brachte der Großherzog von Baden als Ranghöchster der anwesenden deutschen Fürsten ein Hoch auf den Kaiser aus. Das Publikum antwortete mit mehrfachen Hoch- und Hurrarufen, Fahnen, Helme und Waffen wurden geschwenkt, nicht ganz ungefährlich in den proppenvollen Saal, aber zum Glück kam niemand zu Schaden. Anton von Werner schrie mit und konnte dabei natürlich nicht zeichnen. Vor dem Schloss antwortete wie ein Echo das Hurra der dort aufgestellten Truppen. Der historische Akt war vorbei, es gab wieder ein deutsches Reich und einen deutschen Kaiser. Ich sah noch, wie der Kaiser den Kronprinzen umarmte
und von den ihn umgebenden deutschen Fürsten beglückwünscht wurde. Eine beabsichtigte Defilierkur der anwesenden Offiziere missglückte. Und das war nicht der einzige der peinlichen Momente. Die Musikchors waren angewiesen worden, nach dem Ende des offiziellen Teils der Feier im Vorraum des Spiegelsaals einen Marsch anzustimmen. Aber so sehr waren der Kaiser und die Fürsten noch in der Unterredung mit den sie umringenden Festgenossen begriffen, dass der zu lauten Musik sofort wieder Einhalt geboten werden musste. Irritiert sah Werner dann den Kaiser die Stufen der Estrade hinabschreiten, an Bismarck vorbei, den er nicht zu bemerken schien. Das war kein Zufall, denn bei der Vorbereitung der Versailler Kaiserproklamation waren der zukünftige Kaiser und sein Kanzler massiv aneinander geraten. Deshalb grollte Wilhelm und ignorierte Bismarck nach dem Festakt. Und das war auch der Grund, warum der Kanzler ganz grimmig verstimmt war und seine Rolle in der Zeremonie sichtlich unmotiviert spielte. Noch einige Tage später klagte Bismarck seiner Frau in einem Brief, diese Kaisergeburt war eine schwere und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichen Gelüste, wie Frauen, bevor sie der Welt hergeben, was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Geburtshelfer mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, dass der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Was war geschehen? Den Funken für den Streit hatte die Frage gezündet, welchen Titel Wilhelm als Kaiser tragen sollte. Auf den ersten Blick ein ziemlich kurioser Anlass. Allerdings handelt es sich dabei um ein Thema, das nicht nur tiefe Einblicke in die Eigenheiten der zentralen Akteure der Reichsgründung bietet. Der Streit um des Kaisers Titel beleuchtet auch grell ein hartnäckiges Hindernis der nationalen Einigung Deutschlands, nämlich den Gegensatz zwischen Preußen und dem Süden. Mit der Zeremonie in Versailles war dieser Gegensatz nicht wirklich überwunden. Die Auseinandersetzung zwischen König Wilhelm und Bismarck um den Kaisertitel war, um im Bild zu bleiben, tatsächlich nur ein vorläufiger Höhepunkt der Geburtswehen des Deutschen Kaiserreichs. Denn Wilhelm versteifte sich zunehmend auf die Forderung, zum Kaiser von Deutschland ausgerufen zu werden. Bismarck riet davon ab, das könne als Anspruch auf territoriale Herrschaft auch in den Gebieten der anderen Bundesfürsten verstanden werden. Es komme aber darauf an, vor allem in Süddeutschland den Gegensatz, den Gegner der deutschen Sache jede Waffe zur Verdächtigung unserer Absichten zu entziehen. Und deshalb plädierte er für den unverfänglicheren Titel Deutscher Kaiser. So sehr Wilhelm sich zeitweilig bereit fand, diese taktischen Argumente anzuerkennen, so wenig konnte er sich prinzipiell mit dem von Bismarck vorgeschlagenen Titel anfreunden. Ohne territoriale Herrschaft auszudrücken, war der Kaisertitel in seinen Augen weniger wert als der des preußischen Königs. Am Vortag der Kaiserproklamation, das ist jetzt aus dem Tagebuch des Kronprinzen zitiert, brach er in die Worte aus, nur ein Scheinkaisertum übernehme er. Nichts weiter als eine andere Bezeichnung für Präsident. Bei aller Emotionalität sah der Greise Wilhelm in mancher Hinsicht weiter als sein Ministerpräsident. Preußen gewann durch die Verbindung mit Deutschland zwar auf den ersten Blick Macht, auf lange Sicht ging es aber damit in der Nation auf und letztlich unter. Zu Bismarck und dem diesen unterstützenden Kronprinz sagte Wilhelm in äußerster Erregung, er könne uns gar nicht schildern, in welcher verzweifelten Stimmung er sich befände, da er morgen von dem alten Preußen, an welchem er allein festhielte und fernerhin auch festhalten wollte, Abschied nehmen müsste. Hier unterbrachen Schluchzen und Weinen seine Worte. Eigentlich war die Besprechung am 17. Januar anberaumt worden, um den Festakt am nächsten Tag insgesamt zu planen und dabei in letzter Minute auch endlich eine Einigung in der umstrittenen Titelfrage zu erzielen. Beides misslang völlig. Die Teilnehmer verzettelten sich stattdessen in Debatten über die Geschichte Brandenburg-Preußens, das historische Verhältnis von Kaisern und Königen. Beide Seiten bemühten die abstrusesten Argumente, um ihren Standpunkt in der Titelfrage zu untermauern. Im höchsten Zorn sprang der König schließlich auf, brach die Verhandlung ab und erklärte, von der zum Morgen angesetzten Feier nichts mehr hören zu wollen. Wilhelm war dermaßen aufgebracht und aufgewühlt, dass er nach dem Zeugnis seines Sohnes sogar drauf und dran war, zurückzutreten. Natürlich konnte keine Rede davon sein, den Festakt abzusagen.
Jede detailliertere Planung unterblieb aber, zumal der König sich für den Rest des Tages ganz zurückzog und unansprechbar war. Ein Großteil der Pannen und Peinlichkeiten bei der Zeremonie hätte sonst wohl vermieden werden können. Der größte anzunehmende Unfall blieb immerhin aus, weil der badische Großherzog in buchstäblich letzter Minute spontan eine salomonische Lösung für die umstrittene Titelfrage fand. Frühmorgens von Wilhelm schriftlich dazu aufgefordert, im Spiegelsaal das Hoch auf ihn als Kaiser von Deutschland auszubringen, was auch immer Bismarck sagen möge, versuchte der Großherzog unmittelbar vor dem Festakt zu vermitteln. Der zuerst von ihm angesprochene Kanzler war ganz außer sich vor Ärger, während Wilhelm ebenfalls sehr ungehalten reagierte und sich in heftigen Ausdrücken über Bismarck äußerte. Wir wüssten gern, wie heftige Ausdrücke das gewesen seien, was für Ausdrücke das gewesen sind, aber das teilt uns der Großherzog ganz diplomatisch in diesem Fall nicht mit. Beide wandten sich unwirsch mit den Worten ab, der Großherzog müsse eben tun, was er für richtig halte. Und das tat er dann auch, indem er das Hoch weder auf den Kaiser von Deutschland noch auf den deutschen Kaiser ausbrachte, sondern eben einfach auf Kaiser Wilhelm. Damit war wenigstens ein Fettnäpfchen geschickt umgangen. Die Feier hinterließ aber nicht allein bei Wilhelm und Bismarck, die noch tagelang schlecht aufeinander zu sprechen waren, einen üblen Nachgeschmack. Angesichts des Aufgaloppes fürstlicher Prominenz in Versailles musste es auffallen, dass die drei Könige von Bayern, Württemberg und Sachsen durch Abwesenheit glänzten. Ihr Fehlen war kein Zufall, sie blieben dem Festakt, in dem ihr preußischer Kollege über sie erhöht wurde, nämlich demonstrativ fern. Einige ihrer Verwandten waren freilich da und bei diesen war schon die Ansprache des preußischen Hofpredigers am 18. Januar geeignet, schlummernde Ressentiments wieder zu wecken. Denn die König Wilhelm so gut gefallene, unerwartet lange Predigt thematisierte vor allem die Größe Preußens und seiner Monarchen. Nur kurz und am Ende sprach der Prediger auch die nationale Einigung an und die wurde damit so eine Art i-Tüpfelchen auf einer jahrhundertelangen Geschichte des preußischen Aufstiegs. Der sächsische Kronprinz schimpfte nachher voll Ingrimm über diese taktlose Rede, voll preußischer Selbstvergötterung. Eine Einschätzung, die auch andere teilten, sodass Bismarck sich zu eifrigen Versuchen der Schadensbegrenzung unter den nicht-preußischen Teilnehmern veranlasst sah. Vollends verstimmt und das von dem ganzen Festakt reagierte dieser Herr hier, Prinz Otto von Bayern, der Bruder des bayerischen Märchenkönigs. Noch mehr als zwei Wochen nach der Kaiserproklamation schrieb er Ludwig II. Nach München, er könne gar nicht beschreiben, wie unendlich weh und schmerzlich es mir während jener Zeremonie zumute war, wie sich jede Phase in meinem Innern sträubt und empörte gegen all das, für was ich innerlich tief glühe und was ich von Herzen liebe und wofür ich mit Freuden mein Leben einsetze. Welchen wehmütigen Eindruck macht es mir, unsere Bayern sich da vor dem Kaiser neigen zu sehen. Alles so kalt, so stolz, so glänzend, so prunkend und großtuerisch und herzlos und leer. Kaum habe er es erwarten können, aus dem Spiegelsaal herauszukommen, erst draußen in der freien Luft atmete ich wieder auf. Dieses wäre also vorbei. Also so muss sich Markus Söder wahrscheinlich auch fühlen, wenn Scholz zum Bundeskanzler gewählt wird. Dass es mit der Eigenstaatlichkeit nun faktisch vorbei war, erfüllte besonders in Bayern, aber auch anderswo im neuen Deutschen Reich nicht wenige mit Bitterkeit. Bis zur inneren Einigung dieses Reiches war es nach dem Abschluss der äußeren Formalitäten und Festivitäten noch ein langer Weg. Der Abschied vom Alten fiel aber nicht nur südlich des Mainz, sondern gerade eben auch in Preußen vielen schwer. Und dieser preußisch-süddeutsche Gegensatz war nicht der einzige Riss hinter der am 18. Januar 1871 zur Schau gestellten Kulisse nationaler Einigkeit. Im Vorfeld der Kaiserproklamation kam es auch von ganz anderer Seite zu einem Vorstoß, der die Dauerhaftigkeit von alten Konflikten in dem neuen Nationalstaat illustriert. Das Parlament des Norddeutschen Bundes sandte eine Abordnung nach Versailles, um seinen Anspruch auf Mitgestaltung des neuen Reiches anzumelden. Schon am 16. Dezember 1870 hatten die 27 Abgeordneten das preußische Hauptquartier erreicht, aber da ließ man sie erstmal warten. Am Hof herrschte nämlich die Furcht, der Reichstag wolle den Fürsten die Kaiserfrage aus den Händen winden.
Wilhelm hatte zuvor bereits erregt erklärt, er wolle sich die Krone nicht vom Parlament anbieten lassen. Sonst komme es auf den Fall von 1849 zurück. Und das dürfe nicht sein. Die Erinnerung an die Revolution von 1848-49 wurde auch dadurch heraufbeschworen, dass die Abgeordneten von Eduard Simson angeführt wurden. Simson hatte 1849 im Namen der Deutschen Nationalversammlung Wilhelms Bruder und Vorgänger die Kaiserkrone offeriert. Der König weigerte sich deshalb kategorisch, die parlamentarische Abordnung zu empfangen, ehe nicht die Zustimmung sämtlicher Fürsten zur Kaiserproklamation gegeben wurde. Erst nachdem diese eingetroffen war, fand Wilhelm sich dazu bereit, der Abordnung eine Audienz zu gewähren. Die verlief dann durchaus harmonisch, auch wenn man sich am Hof darüber mokierte, dass die Parlamentarier in den primitivsten Wagen vorfuhren. Allen Versuchen allerdings, den Volksvertretern einen Anteil an der Reichsgründung zuzubilligen, schob Wilhelm entschieden einen Riegel vor. Er nehme zwar, erklärte er in seiner Antwort auf die Ansprache des Führers der Parlamentsdeputation, den Wunsch der deutschen Nation und ihrer Vertreter wohlwollend und dankend zur Kenntnis. Die Grundlage für die Kaiserproklamation könne er aber nur in der einmütigen Stimme der deutschen Fürsten sehen. Die Form, in der der König von Preußen am 18. Januar zum Kaiser Wilhelm proklamiert wurde, war ein konsequenter Ausdruck dieses Denkens. Symbolsprache und Ablauf des Festakts sollten signalisieren, dass hier eine Kaisererhebung aus ausschließlich fürstlicher Machtvollkommenheit vorgenommen wurde. Die Reden Wilhelms, Bismarcks und die Ansprache des Hofpredigers vermieden peinlich genau jedes Wort, das diese Aussage hätte in Frage stellen können. Das Volk wurde nur als Adressat der Proklamation erwähnt, die Bismarck nach Anton von Werners Wahrnehmung mit hölzerner Stimme reichlich teilnahmslos verlas. Präsent war es allenfalls in Uniform, als die von der Militärführung ausgesuchten Ordensträger unter den Unteroffizieren und Mannschaften der verschiedenen Truppenteile. Von Werner wirkte als einer von ganz wenigen Zivilisten wie ein Fremdkörper zugelassen, war er wahrscheinlich auch wohl nur deswegen, weil er einen Adelstitel trug und deswegen eben als sozusagen seinesgleichen gesehen wurde von der Mehrheit der Adligen dort. Das heißt, das neue Deutsche Reich war von Beginn an mit zahlreichen Spannungen belastet. Spannungen zwischen Nord und Süd, zwischen Preußen und den anderen deutschen Staaten, Spannungen aber auch zwischen dem Parlament mit seiner liberalen und bürgerlichen Mehrheit und den alten aristokratischen Eliten, den Fürsten andererseits. Das heißt, dass für die künstlerische Darstellung der Kaiserproklamation durch Anton von Werner dadurch beträchtliche Probleme schon geschaffen waren. Er musste einen Weg finden, um diese Spannungen zu überbrücken, um alle widerstreitenden Interessen zu befriedigen. Das beschäftigt ihn in den nächsten Jahren ziemlich viel, sodass er dann kaum Zeit fand, den Bilderzyklus für Saarbrücken fertigzustellen, für den er den Auftrag vorher angenommen hatte, 1870. Ja, und wo es dann aber ein ganz ähnliches Problem gab. Also wenn Sie die Ausstellung gesehen haben, dann sieht man das auch. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Die erste Version dieser Kaiserproklamation wurde zum 80. Geburtstag des Kaisers Wilhelm 1877 im Berliner Schloss enthüllt. Diese Schlossfassung von Werners Kaiserproklamation gibt es heute nicht mehr. Die war natürlich im Original auch farbig, aber alles, was wir haben, ist diese schwarz-weiße Fotografie davon, die auch nicht besonders gut ist. Das Original ist im April 1945 bei einem der letzten Luftangriffe auf Berlin verbrannt. Mit dem Format von gut 4x8 Metern war es nicht nur wesentlich größer als die einzig erhaltene, später entstandene Friedrichsruher Fassung. Diese Schlossfassung stellt den Festakt auch aus einer ganz anderen Perspektive dar als die spätere Version, die heute als ikonische Darstellung der Ereignisse des 18. Januar gilt. Für beide Bildfassungen wählte Werner den gleichen Zeitpunkt im Ablauf der Zeremonie, also den Moment, wo der Großherzog von Baden das Hoch auf den Kaiser ausbringt und das Publikum dann mit Hoch- und Hurrarufen reagiert. Der Blickwinkel auf diesen Moment könnte aber kaum verschiedener sein. In der späteren und viel bekannteren Friedrichsruher Fassung steht eindeutig Bismarck im Mittelpunkt des Bildes. Hier, 1877, in der Schlossfassung, gibt es eigentlich keinen Mittelpunkt. Also es gibt keinen Fluchtpunkt, auf den der Blick des Betrachters irgendwie gelenkt würde. Bismarck ist in der Fassung hier zwar
zu sehen. Man muss ihn aber erstmal suchen. Ja, er steht auf der linken Seite des Bildes, unterhalb der Treppenstufen zur Fürstenempore. Hervorgehoben ist eine Figur eigentlich nicht, zumal er einen dunklen, einen blauen Waffenrock anhat, den er tatsächlich am 18. Januar 1971 auch getragen hat. Das Gleiche gilt für den rechts hinter ihm zu erkennenden Moltke. Und auch die Fürsten und die Fahnenträger auf der Empore sind der Schlossfassung nicht in den Vordergrund. Der Kaiser Wilhelm steht in der Mitte der Empore als einer von ganz wenigen Figuren, immerhin frei, ist also nicht von anderen Figuren irgendwie teilweise verdeckt. Aber auch auf ihn wird der Blick des Betrachters nicht besonders gelenkt. Wie die übrigen Fürsten erscheint der Kaiser, bedingt durch den Blickwinkel von der Fensterseite am Eingang des Spiegelsaals, sogar deutlich kleiner als die Hochrufer im Vordergrund. Die nehmen praktisch zwei Drittel des Bildes hier ein. Anton Werner hat da in penibler Detailarbeit 128 der mehr als 1000 Teilnehmer der Kaiserproklamation porträtiert. Diese individuellen Porträts befriedigten natürlich zum einen das Geltungsbedürfnis der Dargestellten. Es gab ein großes Tauziehen darüber, wer eigentlich da auf das Bild raufkommen sollte, zwischen dem Künstler und den Auftraggebern. Die Individualität der Porträtierten nimmt den Hochrufern außerdem den Charakter einer anonymen Masse oder Menge. Als die wollte sie Werner offensichtlich nicht darstellen. Allerdings sind auch diese Hochrufer bestenfalls im Profil gezeigt. Man kann Einzelne hier eigentlich nur dann wiederfinden, wenn man sie denn gezielt sucht. Auch unter ihnen wird keiner hervorgehoben, keiner von ihnen schaut in Richtung des Betrachters, keiner von ihnen zieht unsere Augen besonders auf sich. Wenn es eine Person auf dem Gemälde gibt, die das tut, dann ist das die Figur des Gardesoldaten am Fuß der Stufen zur Empore. Anton von Werner hat da einen einfachen Soldaten dargestellt. Wir wissen auch seinen Namen, es ist ein Mann aus einem kleinen Dorf in der Uckermark, der aber sozusagen sonst keinerlei historische Bedeutung gewonnen hat. Ja, sozusagen seine einzige historische Bedeutung hat er dadurch bekommen, dass er hier porträtiert worden ist. Und es gibt eine Skizze von Anton Werner, wo der Name unten drunter steht, die ist auch erhalten. Deswegen wissen wir, wer das gewesen ist. Der steht so isoliert und frei wie kein anderer der auf dem Gemälde dargestellten Personen. Er wird auch durch seinen weißen Uniformrock zusätzlich hervorgehoben. Und er ist eine der ganz wenigen Figuren auf dem Bild, die zumindest annähernd in Richtung des Betrachters schauen. Neben dem Gardesoldaten sind vier Personen auf dem Bild dargestellt, die weder hohe Offiziere noch Fürsten sind. Links unten in der Ecke, ja, gerade so eben, kann man es erkennen, stehen zwei weitere preußische Gardesoldaten, die auch in eben diesen auffälligen weißen Uniformröcken der Garde, die jubelnd ihre Säbel heben. Das Gegenstück zu diesen beiden preußischen Gardisten bilden rechts unten in der Ecke zwei Soldaten in dunklen bayerischen Uniformen, die mit dem Rücken zum Betrachter stehen. Das sind also bayerische Infanteristen. Diese preußischen und bayerischen Soldaten vertreten die Gruppe der Mannschaften, die am 18. Januar 1871 auf der Fensterseite des Spiegelsaals aufgestellt ist. Tatsächlich hat Anton von Werner uns, also als Betrachter des Bildes, praktisch genau auf diese Seite gestellt, sozusagen unter die einfachen Soldaten, die da an der Fensterseite gestanden haben. Was wir sehen, ist also nicht seine Sicht. Er ist nämlich selbst auch auf dem Bild drauf, rechts in der Ecke. Also er hat sich selbst auch da porträtiert. Es ist nicht seine Sicht, die wir hier haben, sondern es ist sozusagen die Sicht der einfachen Soldaten, also der Vertreter des einfachen Volks, die er hier 1877 in der Schlossfassung abgebildet hat. Er hat damit technisch ebenso geschickt wie diplomatisch raffiniert die Erwartungen der fürstlichen Stifter des Bildes und der in Versailles anwesenden hohen Offiziere erfüllt, wie er das weitgehend von der Zeremonie ausgegrenzte Volk als Soldaten und als Betrachter integriert hat. Außerdem ist es ihm gelungen, die im Umfeld der Proklamation aufbrandenden und 1877 noch keineswegs überwundenen Gegensätze zwischen Preußen und Süddeutschen zumindest künstlerisch auszugleichen. Das war seinem wichtigsten fürstlichen Gönner, dem badischen Großherzog, ebenso ein großes Anliegen wie ihm selbst. Dazu dienten einmal die das Bild hier links und rechts einrahmenden preußischen Gardisten und bayerischen Soldaten. Und darüber hinaus hat von Werner dann noch beträchtliche Mühe darauf verwendet, bei den individuell porträtierten Honoratioren ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Preußen und Süddeutschen darzustellen. Werner malte mit der ersten Fassung der Kaiserproklamation von 1877 so im wahrsten Sinne des Wortes das Bild einer Reichseinigung.
Seine Darstellung entsprach vor allem den Idealen der liberalen Nationalbewegung, denen stand er selbst ebenso nahe wie sein Patron und wichtigster Auftraggeber, der Großherzog von Baden. Alle wesentlichen Gruppen wurden mit einbezogen, während Werner die Gegensätze zwischen Nord und Süd mit seiner Darstellung, in der alle Anwesenden dem Kaiser ohne Ausnahme begeistert zujubelten, gleichermaßen übermalte, wie die weitgehende Ausgrenzung der Vertreter des Volkes von dem Festakt. Das war etwas, was für großen Teil der alten aristokratischen Eliten ebenso akzeptabel war wie für das liberale Bürgertum. Anton von Werners Schlossfassung der Kaiserproklamation von 1877 stand für eine Erinnerung an die Reichsgründung, auf die sich eine Mehrheit von Konservativen und Liberalen nördlich wie südlich des Mains einigen konnte. Als Geschichtskonstruktion bildete sie den Hintergrund für die Politik, mit der dann seit 1871 die äußere Einigung der Nation im Innern fortgesetzt worden ist. Nach der Enthüllung dieses Bildes erreichten Werner zahlreiche Bitten, die Kaiserproklamation zu reproduzieren, als Einzelstück in Öl oder als Holzstich, als Buchillustration und so weiter. Exakte Kopien der ersten Fassung konnte er aber nicht machen, das war ihm in dem Vertrag, den er unterzeichnet hatte, verboten worden. Und zum anderen hat dieses Bild eine Überbreite, die es eigentlich sehr unpraktisch macht als Buchillustration. Ja, das passt eigentlich nicht. Deswegen hat er dann in den nächsten Jahren mit verschiedenen anderen Fassungen experimentiert. Dazu kam dann ein Auftrag 1880, der ihn erreichte, für die Umgestaltung des Berliner Zeughauses in eine preußische Ruhmeshalle, den Moment der Kaiserproklamation nochmal darzustellen. Da war aber eine Wandnische vorgesehen und die hatte ein Format von 6 Meter Breite und 5 Meter hoch und war auch nicht quadratisch, war nicht viereckig. Also er musste sozusagen das Bild nochmal ganz neu erfinden dafür und experimentierte deshalb in den nächsten Jahren mit Varianten der ursprünglichen Darstellung. In der ersten davon verschob er 1880 den Blickwinkel radikal. Statt in die hintere Ecke des Spiegelsaals stellt er darin den Betrachter direkt vor die Empore mit den Fürsten. Und damit rückt natürlich der Kaiser in den Mittelpunkt des Bildes, flankiert vom Kronprinzen links und dem badischen Großherzog rechts. Darunter am Fuß der Treppe sehen wir Bismarck mit Moltke und dem preußischen Kriegsminister Albrecht von Roon. Der war tatsächlich bei dem Festtag am 18. Januar überhaupt nicht da, er war krank und lag im Bett. Ebenfalls 1880 entstand ein erster Entwurf für das Gemälde in der Ruhmeshalle. Und diese dann 1882 ausgeführte Zeughausfassung ist wie die im Berliner Schloss während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. In dieser Darstellung verschob der Künstler die Perspektive weniger radikal, aber mit ähnlich gravierenden Folgen für die Gewichtung der Personengruppen. Der Betrachter blickt darin wie in der Schlossfassung von einem Standpunkt an der Fensterseite des Spiegelsaals, allerdings nicht hinten im Saal stehend, sondern eben vorne etwa auf der Höhe der Treppe zur Empore. Mehr als die Hälfte des jubelnden Publikums von der Schlossfassung fiel damit weg. Der Rest der Zuschauer bildet in dieser neuen Fassung das Gegengewicht zu der auf der Empore nun zahlenmäßig etwa gleich starken Gruppe der Fürsten. Deren Position ist zudem jetzt ein bisschen erhöht. Und zwischen den beiden Gruppen sticht jetzt ganz eindeutig Bismarck hervor, der jetzt diese weiße Gardeuniform trägt, die er tatsächlich am 18. Januar 1871 gar nicht getragen hat. In beiden neuen Varianten wird also der Blick auf sogenannte große Männer gelenkt, entweder auf den Kaiser, auf Wilhelm, oder auf den Kanzler, auf Bismarck. Die Reichsgründung wird damit jetzt zur Leistung von heroischen Einzelpersonen verklärt. In der Schlossfassung 1877 war sie dagegen ja noch die Leistung sozusagen des ganzen Volkes. Ja, das Volk in Waffen hat die Nationen geschaffen, das war eigentlich die Aussage dieser ersten Fassung. Das heißt, dass eigentlich ab den 1880er Jahren diese Version von Werners Kaiserproklamation so jetzt statt einer national-liberalen eine deutlich konservativere Sicht der Reichsgründung vermitteln. Fürsten und Aristokraten kommt es eine wesentlich wichtigere Rolle zu. Dagegen treten die Repräsentanten des Volkes zurück. In der Fassung des Bildes von 1877 zog der einfache Gardesoldat am Fuß der Treppe noch mehr als jede andere Person die Blicke des Betrachters auf sich. In den späteren Versionen rückt der dann eher an den Rand und aus dem Fokus oder manchmal fällt er sogar ganz weg. Ja. Um Bismarck sichtbar zu machen, hat von Werner selbst in einem Brief geschrieben, verpasst er dagegen dem Reichskanzler hier die von ihm in Versailles nicht getragene helle Uniform.
In der 1882 fertiggestellten Zeughaus-Fassung ist der konservativ-elitäre Fokus der Darstellung sogar noch offensichtlicher als im Entwurf von 1880. Im Entwurf wurde die Darstellung noch rechts und links von jubelnden Soldaten flankiert. In der Endfassung fallen die dann einfach weg. Also das Volk ist da überhaupt nicht mehr präsent und wurde jetzt sozusagen vom aktiven Teilhaber der Reichsgründung zum distanzierten Betrachter. Degradiert die Rolle der Nation, beschränkte sich jetzt darauf, das Werk der aristokratischen Eliten in der Berliner Ruhmeshalle aus respektvoller Entfernung anstaunen zu dürfen. Konsequenterweise übertrug Anton von Werner das Motiv der preußisch-süddeutschen Waffenbrüderschaft und Einheit in der Schlossfassung 1877 noch von den jubelnden Soldaten in den unteren Bildecken verkörpert, 5 Jahre später von diesen Vertretern des Volks auf Angehörige der aristokratischen Eliten. In der Mitte des Bildes, genau links neben dem die Augen auf sich ziehenden Figur Bismarcks, fügt er nämlich den bayerischen General Jakob von Hartmann und den preußischen Generalstäbler von Blumenthal ein, die sich inmitten des sie umgebenden Jubels die Hände gaben. Und wenn Sie die Ausstellung hier in Saarbrücken angeschaut haben zum Rathauszyklus, da haben wir auch so eine Fassung davon, die ist allerdings deutlich metaphernreicher und antikisierend, ja, also wo sozusagen die Germanen irgendwie in der Varusschlacht sich die Hand reichen, aber das sollen sozusagen auch Süddeutschland und Norddeutschland sein, die sich da verbrüdern, jetzt sozusagen über den Leichen der geschlagenen Feinde, in diesem Fall sind es die Römer, die da so ganz nebenher dann als Franzosen noch identifiziert werden, wo man aber sehr, sehr genau hinschauen muss, um das zu sehen. 1885, das ist auch ganz schön, dass das von dieser Variante, genau wie sozusagen von diesen Kaiserproklamationsbildern von Werner, ist auch von dieser Brückner Zyklus, gibt es also auch verschiedene Holzschnitte und Reproduktionen in allen Formen und Medien, unter anderem auch als eine Briefmarke ist das reproduziert worden. Ja. Also das, sozusagen die Wirkung davon beschränkt sich nicht nur auf Leute, die da in die preußische Ruhmeshalle gegangen sind oder ins Schloss, um sich das anzuschauen, sondern die wurden sozusagen popularisiert und mit allen möglichen Mitteln unter die Leute gebracht, diese Darstellung. 1885 entstand dann mit der Friedrichsruhe schließlich die einzig erhaltene Gemäldefassung von Werners Kaiserproklamation. Deren Entstehungsgeschichte ist von allen die kurioseste, kurz vor Bismarcks Geburtstag. Am 1. April des Jahres 1885 oder 70 kam in der königlichen Familie die Idee auf, dem Kanzler ein Gemälde nach dem Vorbild der Zeughausfassung zu schenken. Der Adjutant des Kaisers überbrachte Anton von Werner den Auftrag dazu im Februar. Das heißt, der hatte eigentlich nur 4 Wochen Zeit, um dieses Bild zu machen. Und deswegen kolorierte er kurzerhand einfach den großformatigen Entwurf mit den Umrissen der Figuren, die er für das Wandgemälde im Zeughaus angefertigt hatte. Also das heißt, die heute bekannteste Version des Bildes ist also eigentlich eine eilig aufgehübschte Vorstudie. Der Druck, unter dem die Friedrichsruher Fassung entstand, hatte noch ein anderes Kuriosum zur Folge. Das sieht man eigentlich erst, wenn man genau hinschaut. Kaiser Wilhelm wollte nämlich unbedingt Bismarcks persönlichen Freund, den Kriegsminister Albrecht von Roon, auf dem Bild verewigt sehen. Obwohl Roon, wie ich eben schon sagte, am 18. Januar im Bett lag und gar nicht bei der Zeremonie da sein konnte. Werner beugte sich aber dem kaiserlichen Wunsch und manipulierte Roon sozusagen nachträglich links von Bismarck in das Gemälde hinein, hinter den Treppenstufen zur Empore. So, da ist er. Roons Figur verdeckte jetzt allerdings den Handschlag zwischen dem Bayern Hartmann und dem Preußen Blumenthal. Blumenthals ausgestreckter Arm verschwindet auf dem Gemälde von 1885, deshalb in der Höhe von Roons Becken. Und damit sieht es jetzt in der einzig erhaltenen Gemäldefassung der Kaiserproklamation danach aus, als ob ein preußischer General seinem Kriegsminister entweder in die Tasche greift, was ja ein sehr realistischer Beschreibung von dem wäre, was eben Generalstäbler und Kriegsminister so tun, oder aber dass der General dem Kriegsminister den Popo tätschelt. Mit der Übermalung des symbolischen Händedrucks zwischen Preußen und Bayern verschwand jedenfalls das Motiv der Überwindung des Nord-Süd-Gegensatzes, das bis dahin in Anton von Werners Darstellung der Reichsgründung eine Konstante gebildet hatte. Das geschah
1885 wegen einer Laune des Kaisers, war im Grunde also zufällig. Es passte allerdings zu Entwicklungen auf anderen Gebieten, in denen es ebenfalls um die Erinnerung an die Reichsgründung ging, die erinnerungspolitischen Deutungskämpfe zwischen Preußen und Süddeutschen, zwischen Nationalisten und Partikularisten verloren nämlich in den 1880er Jahren langsam an Zündstoff. Einzelstaatliche Identitäten und Traditionen wurden zunehmend mit denen des Reiches verschmolzen und der Gegensatz zwischen Nord und Süd verlor an Bedeutung. Für einen anderen Gegensatz galt das nicht, also für den Gegensatz zwischen Parlament und Fürsten, für den Gegensatz zwischen neuer bürgerlicher und alter adliger Elite, zwischen Demokratie und Monarchie, die liefen sozusagen durch die Geschichte des Kaiserreichs weiterhin durch. Aber ich mache jetzt hier mal einen Punkt und vielleicht können wir das ja und anderes in der Diskussion noch vertiefen. Vielen Dank. Ja, lieber Christoph, vielen Dank für diesen Vortrag, der uns ganz neue Perspektiven auf das Kaiserreich heute eröffnet hat. Ich versuche meinen Studierenden auch immer zu sagen, dass sie mit Historiengemälden sehr vorsichtig sein sollen, weil damit wird natürlich Geschichte gemacht. Aber ich möchte nicht vorgreifen, Sie haben das Wort. Wenn sich keiner traut, mir brennt einer auf den Nägeln. Der hat mit einer Werkstatt gearbeitet, ja? Ja, natürlich. Ja. Klar. Ja. Wahrscheinlich in erster Linie die Köpfe dann auch. Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Also man weiß. Man weiß nicht immer, was sozusagen wer da was gemalt hat, aber der hat natürlich der ist sozusagen ab 1870 hat seine Karriere wirklich durch die Decke gegangen. Davor hat er eben weitgehend allein gearbeitet und in den 1870er Jahren hat er angefangen, sozusagen Schüler dann mit ranzustellen, hat auch welche bekommen und ist danach auch Chef der Kunstakademie geworden und dergleichen. Ja. Und das war sozusagen ein Qualitätsmerkmal, wenn man für Anton von Werner gearbeitet hatte, auch wenn man sozusagen dann nur den Popo von Herrn von Rohn gemalt hatte. Ja. Aber klar, also er hat die Zeichnung alle selber gemacht. Die sind auch größtenteils erhalten von den Porträts und er hat die Konstruktionen gemacht. Wie viel er dann wirklich von der Ausführung selbst gemacht hat, ja, wissen wir nicht. Also auf den Bildern von der Kaiserproklamation ist keine einzige Frau da drauf. Es war aber auch keine da. Ja, also es fehlen Frauen. Es fehlen Zivilisten. Also wie gesagt, halbes Dutzend Zivilisten waren immerhin da. Ja, also alle anderen hatten eine Uniform an. Und eigentlich fehlen sozusagen auch einfache Leute ganz überwiegend. Also das waren halt sozusagen nur diese Handvoll von Soldaten, in der Regel einer aus jeder Division, ich weiß nicht, was die Einheit jetzt war oder sowas, und das waren die dekorierten Soldaten, die also irgendwie ausgezeichnet waren für Tapferkeit und dergleichen, die hat man dann nach Versailles gekarrt dafür. Das war aber auch im Verhältnis zu den Honoratioren eine relativ geringe Zahl von Leuten. Ja, also das war eine ganz klare fürstliche Angelegenheit, eine aristokratische Angelegenheit, also da sollte gezeigt werden, hier sozusagen diese alten aristokratischen Eliten, die gründen jetzt hier das Kaiserreich. Ja, das war ganz klar Symbolpolitik. Und Frauen und Bürger und Parlamentarier schon gar nicht, ja, haben da nichts zu suchen. Also die sind ja, das erste, die Schlossfassung war ja für den Kaiser, das war ein Geburtstagsgeschenk zu seinem 80. Ja. Und das hing dann im Schloss. Und das heißt sozusagen, Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher haben das da in der Regel auch nicht gesehen. Ja. Es sei denn, es gab die seltene Gelegenheit, mal eine Schlossführung zu machen. Und das gilt für die anderen, also die Friedrichsruher-Fassung war ein Geschenk für Bismarck. Dass sozusagen die Ruhm reproduziert worden sind, in allen möglichen Formen und Farben und so weiter. Ja. Und in diesem Sinne auch verbreitet worden, also als Stiche und als Drucke und dergleichen mehr. Ne.
Also das ist eigentlich der Hauptpunkt, sozusagen, wie sozusagen diese Art von Geschichtspolitik durch diese Gemälde gemacht worden sind. Ist nicht, weil die Leute dahin gegangen sind, sich das angeguckt haben, sondern weil man es eben dann verwendet hat. Und das ist eigentlich bis heute so, dass ja die Friedrichsruher Fassung von 1885 immer noch sozusagen ist auf jedem Schulbuch, ja, finden wir die wieder, und auf jede Menge Buchcovern, unter anderem Werbeblock, auch auf meinem, ja, weil der Verlag und ich eigentlich auch sagte, ja, ich sozusagen das erste Kapitel, das geht ganz wesentlich um das Ding, dann machen wir das Ding doch da drauf, ja, sozusagen, es hat den Wiedererkennung drauf, ja, sozusagen, es hat den Wiedererkennungswert und so, und dann liest man vielleicht drin, dass das vielleicht nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist, sondern sozusagen natürlich ganz klar eine Geschichtskonstruktion und ist eine ganz einseitige, weshalb wir es eben auch dann im Rahmen gemacht haben. Ja. Weil gibt es denn ein Panorama von der Kaiserproklamation? Glaube ich nicht. Es gibt ja die Schlachtenpanoramen. Das sind ja in der Regel, das ist ja in der Ausstellung auch, das eine ist ja auch da sozusagen rekonstruiert worden. Die waren extrem populär in den 1880er, 1890er Jahren, ja. Wobei die halt wirklich, da ging es um den Krieg. Es ging eigentlich nicht um die Reichsgründung, das hat sich nicht so wirklich geeignet für so eine Darstellung. Und die sind dann aber ja auch. So ab den späten 1890er, ab der Jahrhundertwende sozusagen, außer, ich weiß nicht, warum das eine jetzt abgerissen worden ist, die sind deshalb aus der Mode gekommen, weil der Film aufkam. Ja, und der konnte sozusagen ja diesen Eindruck, den das 360-Grad-Panorama produzierte, allein weil es ja bewegte Bilder waren, natürlich noch viel besser produzieren. Und damit konnten die Panoramen dann nicht konkurrieren. Das heißt, wenn man Geschichtsdeutungen ab 1900 guckt, muss man sich eigentlich den Film näher angucken. Dann verlieren in gewisser Weise natürlich auch die Bilder ein Stück weit. An die sozusagen die nicht laufenden, die nicht bewegten Bilder verlieren auch ein Stück weit an Bedeutung dann. Ja, natürlich. Das ist ja bis heute so, ne? Genau, ja. Es ist natürlich auch sozusagen ist die demokratische Fassung davon, ja. Und das andere ist halt die konservative Fassung. Hier ist sozusagen das Volk in Waffenschaft, die Nation. Ja? Und das ist uns natürlich, heute ist uns das natürlich sympathischer, ne? Vielleicht. Ist das Volk? Naja, so wie man es eben machen kann, sozusagen. Es ist ein Kompromiss, das ist sozusagen der nationalliberale Kompromiss, die nationalliberale Interpretation der Reichsgründung eigentlich. Der Anton von Werner ist. Der ist in seiner Jugend, in den 1860er Jahren, war der in der Fortschrittspartei, also Linksliberaler in Preußen. Und dann ist er nach Karlsruhe gegangen, weil es in Preußen zu muffig, zu konservativ war. Und nach Baden war sozusagen das Mekka für die Liberalen damals, mit dem relativ liberalen Großherzog dort. Und ist da an die Kunstakademie gegangen, um da weiter zu studieren. Und dann ist er wie viele preußische und überhaupt deutsche linke Liberale 1866 sozusagen begeistert durch diesen Erfolg gegen Österreich worden und hat dann eben sozusagen auch sein Verhältnis zu Preußen, seiner Heimat, wieder ein bisschen überdacht und ist eigentlich dann Nationalliberaler geworden. Das ist eigentlich sein ganzes Leben lang geblieben. Wie kam der dann mit Wilhelm II. aus? Er hat so enge Kontakte zu Wilhelm hat er gar nicht gehabt. Also sein Auftraggeber war der Großherzog von Baden zunächst mal und dann sollten die anderen Fürsten sich beteiligen. Er hat enge Kontakte zum Kronprinz gehabt, zu Friedrich Wilhelm, dem man auch liberale Sympathien nachsagt. Da kann man lange debattieren, ob die wirklich da waren oder nicht. Ne? Aber der war sozusagen, Friedrich Wilhelm war auch aus der Integration, wo er sozusagen dieses Bündnis mit den Liberalen,
das Bismarck da 1866 organisiert hatte, massiv unterstützt hat, aus pragmatischen Gründen, einfach während der Wilhelm so ein Erzkonservativer war, dass er das sozusagen als Notwendigkeit anerkannt hat, aber nie glücklich damit gewesen ist. Und also das Verhältnis zwischen von Werner und dem badischen Großherzog und dem Kronprinz war immer besser als das Verhältnis zu Wilhelm, dem Kaiser, aber die hatten sozusagen ein professionelles Verhältnis, weil Wilhelm dann eben ihm auch Aufträge gegeben hat für Malereien. Wobei natürlich man nie weiß, wie weit er jetzt der Sohn, der Kronprinz, da mit reingefunkt hat. Ich meine einfach Wilhelm II. Ach so, ja. Ja, okay. Die haben sich interessanterweise auch ziemlich gut verstanden. Ja? Werner ist ja nachher Chef der Kunstakademie geworden. Ich glaube, das war in den 90ern. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, also was vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass der zweite Wilhelm den Werner eben so als Weggefährten seines von ihm vergötterten Großvaters und Vaters angesehen hat, ob nur zu Recht oder zu Unrecht oder sowas. Ja. Und beide haben sich relativ gut verstanden, ich glaube besser als der erste Wilhelm, weil sie einen relativ konservativen Kunstgeschmack hatten. Ja, also auch Wilhelm der Zweite hat ja sozusagen diese Art von fotografischem Realismus sehr gern gehabt, den Werner produziert hat, und beide konnten mit dem Impressionismus eigentlich gar nichts anfangen. Also moderne Kunst war nicht ihre Sache, oder das, was damals eben als moderne Kunst galt. Ja, das. Das wissen wir sogar relativ gut, weil wir die Aufzeichnungen von Werner selbst haben, vom Kronprinzen, vom badischen Großherzog. Wir wissen, dass sie sozusagen schon am Tag nach der Kaiserproklamation haben die sich getroffen, und da wurde sozusagen der Auftrag beredet im Detail, und die haben ihm aber nicht vorgegeben, wie er das darzustellen hat, sondern erst ein paar Tage später wiedergekommen und hat sozusagen Skizzen vorgelegt. So stelle ich mir das vor. Und dann wurde es diskutiert, aber die haben offenbar sozusagen diesen Entwurf, das war ja der, den er im Kopf hatte damals schon, den haben sie im Grunde abgenickt. Es gab dann bloß in den nächsten Jahren, gab es sozusagen, das habe ich ja schon gesagt, so ein Tauziehen darüber, wer da jetzt im Einzelnen darzustellen ist. Aber dass also sozusagen die Soldaten da unten in den Ecken, ja, sozusagen den Betrachter flankieren, diese Vertreter des Volkes, diese herausgehobene Position des Gardisten am Fuß der Treppe, das waren seine Ideen. Das haben der Kronprinz und auch der badische Großherzog gut gefunden, weil die sozusagen eben auch diese Idee hatten, sozusagen die Geschichtspolitik des neuen Deutschen Reiches soll so eine harmonische sein, sozusagen eine, auf die sich Konservative und Liberale gleichermaßen einigen können. Aber es stimmt, er war überhaupt nicht frei in dem, was er malen konnte. Wir haben hier, ich verrate das jetzt genau. Schon, gleich ein Geschenk, finde ich, das ist ein Aufsatz von der Bärbel Holz drin, und die hat gezeigt, wie hier über diesen Rathauszyklus in Kunstkommissionen, die besetzt waren von Experten, von hohen Beamten, wirklich auch über diesen Zyklus genau diskutiert wurde und dass die Schulze Katrin nachher auch da vorne zu verschwinden hatte. Also über diese Bilder wurde minutiös in Expertenkreisen oder Hofkreisen diskutiert, in Kunstkommissionen, also frei war der. Nee. Und bei dem Saarbrücker, also gerade bei diesem Bild ja, da hat er sozusagen den Bogen offensichtlich ein bisschen überspannt. Ne? Hier hat er sozusagen das Volk reingeschmuggelt, in Form der Soldaten, die ja zumindest auch da waren. Er hat sie in den Vordergrund gestellt sozusagen. Ne? Aber hier hat er sie so ganz offensichtlich in den Vordergrund. Und er hat Frauen, um Gottes Willen, das sind Frauen. Jede Menge Frauen sind da drauf. Ja? Und das ging ja überhaupt nicht. Also Schulze Katrin musste genau. Dann versteckt werden Ja, also er hat im Grunde, da ist ja sozusagen der Wilhelm, man muss ihn erstmal suchen, bis man ihn, der ist im Hintergrund und so weiter, der verschwindet fast, ja, er ist verdeckt zum Teil und so weiter, während sozusagen das, und das sind gar nicht mal die Honoratioren sind auch hinten drin, sondern sozusagen die Leute aus dem einfachen Volk, der Metzger und der Schmied und sozusagen die Frauen und... Ja, das sind ja Porträts, man konnte genau, die sind im Vordergrund. Ne? Und das sind ja so Bürgertöchter, aber auch gehobenes Bürgertum, ja. Aber es wurde abgelehnt, das Bild durfte so nicht aus. Also das ging zu weit. Ne? Also, ja. Ja, also wenn ich die richtig verstanden habe, ist die Fotografie deshalb nicht gemacht worden, wie die Problematik der Lichtungszeit. Ja. Nicht um die Universität, die ist halt neu. Ja. Das war das Hauptproblem, ja. Ja, genau.
Also die mussten immer gestellt werden. Das ist ja bei den Kriegsfotografien auch so. Also wir haben sozusagen, wir haben keine Aufnahmen aus den 1870er Jahren, sozusagen Kriegsfotografien, wir haben welche vom zerstörten Straßburg und so weiter, aber das sind alles Stills, die nachher angefertigt wurden, oder wir haben welche von 1864, haben auch Düppeler Schanzen und so weiter, erstürmende Düppeler Schanzen, wo dann auch mal Tote zu sehen sind zum Teil und zerschossene Schanzen und dergleichen mehr, aber die sind alle nachträglich gemacht worden. Also sozusagen von der eigentlichen Action, genauso von der Kaiserproklamation, gibt es keine Fotografien. Es gibt Fotografien, einige der Schnäbeli, der hat einige gemacht davor und danach. Aber von dem Ereignis selbst gibt es keine fotografischen Aufnahmen. Wobei natürlich die fotografischen Aufnahmen, ich habe ja ein paar gezeigt, ne, ich meine, die sind natürlich auch gestellt. Ja, also da brauchen wir uns jetzt keine, weder in seinem Arbeitszimmer und so weiter, ist vorher nochmal aufgeräumt worden mit Sicherheit, oder hier diese Herrschaften. Ne? Also natürlich sind die auch gestellt und der Ausschnitt ist auf eine bestimmte Art und Weise gewählt. Natürlich werden Fotografien genauso komponiert wie Gemälde. Das Tagebuch, das ist auch eine ganz traurige Geschichte, das ist in den 60er Jahren auf einer Auktion verkloppt worden, ja. Und seitdem ist es verschollen. Ah ja. Und also das ist unglaublich, ne? Aber